Wir haben es endlich geschafft. Was denn? Ja, das Hochzeitsgeschenk für Papa und Elisabeth. Wir konnten uns einigen. Cool. Was kriegen Sie? Diamantenbesatz für die goldenen Wasserhähne? Nein, wir schenken Ihnen einen Segeltörn durch die Karibik. Ja, Sebastian ist eingefallen, dass Papa das schon immer mal machen wollte. Wow. Aber wer ist wir? Also ich steuere gerne Wasser zu Beinen, nur leider reicht das bei mir nur für die Bordverpflegung mit Zwieback. Du gibst einfach, was du geben kannst und Sebastian und Rebecca sind ja auch noch da. Was denn mit Tristan? Was soll mit ihm sein? Steuert er nichts dazu bei. Warum sollte er? Er wird nicht zur Hochzeit kommen. Und das ist auch besser so. Du wirklich fast das ganze Schloss abgefackelt. Ist so durchgeknallt. Hat dein Vater denn nicht gerafft, dass sie in ihn verliebt war? Jeder wusste das. Stimmt. In der Küche wurde auch darüber gequatscht. Aber sie war ja in dieser Klinik und als sie zurückkam, da wirkte sie ganz normal. Und sie hat ja auch diese Tabletten genommen. Jeder dachte, sie wäre wieder gesund. Ja, gute Schauspielerin war sie schon immer. Mann, ich sehe schon, meine Entscheidung war echt genau richtig. Welche Entscheidung? Ich habe einen coolen Job angeboten bekommen. Wie jetzt? Arbeitest du nicht mehr für diese Zeitschrift Oso y Toro, doch. Aber nicht mehr hier. Sondern in Madrid. Was? Morgen geht's los. Naja, trotzdem. Auf den besten Babysitter aller Zeiten. Ein herber Verlust. Als Babysitter ist er ja schon mal wahre Freunde. Ach, wir freuen uns ja für dich. Ich find's nur echt blöd, dass du gehst. Kannst du mich nicht mitnehmen? Ich will nicht zurück nach Königsbrunn. Das kann ich verstehen. Aber wenigstens Maria jetzt weg. Es kann also eigentlich nur besser werden. Ja, für deine Nerven. Danke. Also wenn du willst, kannst du ja heute bei uns in der WG übernachten. Und ja. Ab morgens bist du mir sowieso frei. Ja, das ist der einzige Vorteil. Wir geben Rebecca doch Asyl, oder? Klar. Was? Asyl in der WG. Aber ich würde mir das auch mal überlegen. Erholsam ist anders. Das stimmt. Wenn du Glück hast, wacht Lili nur dreimal die Nacht auf. Oh Mann, freue ich mich auf Madrid. Ja, ja, geh du nur, du blöder Typ. Hallo, kannst du zahlen, bitte? Komme. Sag mal, könnte ich vielleicht auch bei dir übernachten? Bei mir? Ja. Wieso nicht? Don't you see why this has been hard enough on you? It's been hard. Habe ich mich eigentlich schon bei dir bedankt? Und dafür, dass du meinen Job kommen darfst? Dafür, dass ich hier übernachten durfte. Ich glaube schon ungefähr 43 Mal. Dann ist das jetzt wohl das 44. Mal. Danke, danke, danke. Ist gern geschehen. Ich hab ja auch was davon. Immerhin habe ich ein paar Filme gesehen, die ich sonst nie im Leben gesehen hätte. Hey, aber sie haben dir gefallen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so viel Kitsch ertrage. So, die läuft. Das glaube ich jetzt nicht. Naja, ich schaff's eigentlich jeden Tag, sie zum Laufen zu bringen. Willst du gleich einen Kaffee? Mein Vater will heute noch die Trauung nachholen. Aber ich dachte, der hätte sie auf Eis gelegt. Ja, aber irgendwie haben die Maria in Italien gesichert oder verhaftet oder was weiß ich. Jedenfalls wollen die heute noch die Trauung nachholen. Cool. Ja! Weißt du was? Dieses Mal kommst du mit. Zur Hochzeit. Ach, Vicky, wir wollten das auch langsam angehen lassen. Am Ende fange ich noch den Brautstrauß. Ach, komm schon. So eine Hochzeit bei euch Adligen ist immer so eine hochoffizielle Sache mit Presse und dem ganzen Zeug. Das glaube ich nicht. Ist doch ziemlich spontan. Bestimmt nur Familie. Ich habe ja echt zu tun. Okay. Dann sehen wir uns morgen. Klar. Gerne. So, ich muss los in ein paar Minuten. Vicky, möchtest du noch einen Kaffee? Ja, warum nicht? Du bist schon umgezogen. Super. Und du bist sicher, dass wir dich nicht zum Flughafen fahren sollen? Vielen Dank, ganz sicher. Mein Chef lässt mich abholen. Oh, der feine Herr hat sogar einen Fahrer. Du scheinst ja richtig Karriere zu machen. Abwarten. Also falls nicht,
Da komme ich natürlich wieder angekrochen, das ist doch klar. Mann, ich werde dich so vermissen. Ich hoffe auf die Gefahren, mich zu wiederholen. Ich finde ja nicht, dass du fahren solltest. Ich schon, aber will ich nicht. Dich werde ich auch am meisten vermissen, Kline. Ja, das war ja klar. Wie immer eine Frau. Also wenn du nachher noch da sein solltest, dann habe ich nichts dagegen. Mach dir keine Hoffnungen. Schade. So, haben wir alles? Ich hab dich und das ist das Wichtige. Sissi. Ich geb mich noch schnell frisch machen, ja? Ja, aber wir sind spät dran. Du musst doch beim Jahrhund dabei sein. Steht dein Angebot noch? Doch versammelt, um daran teilzuhaben, wie diese beiden Liebenden vor sich und vor Gott den Bund fürs Leben schließen. Im heiligen Sakrament der Ehe erlangt der Mensch sein Glück, bevor er allein für sich und ohne rechte Bestimmung das Leben taumelte, der hat jetzt jemanden an seiner Seite. Möchten Sie Elisabeth, Gräfin von Lahnstein, zu Ihrer Frau nehmen? Möchten Sie sie lieben und ehren, in guten wie in schlechten Zeiten, sie beschützen und zu ihr halten, bis dass der Tod sie scheidet? Dann antworten Sie mit ja. Ja, ich will. Ja, ich will. Elisabeth, Gräfin von Lahnstein, möchten Sie Ludwig, Graf von Lahnstein, zum angetrauten Mann nehmen? Wollen Sie ihn lieben und ehren, in guten wie in schlechten Zeiten, ihn beschützen und zu ihm halten, bis dass der Tod sie scheidet, dann antworten Sie mit ja, ich will. Ja, ich will. Dann darf ich jetzt um die Ringe bitten. Jetzt dürfen Sie die Braut küssen. Sebastian sieht ganz schön mitgenommen aus. Kein Wunder nach der Geschichte gestern. Tristan scheint sich auch nicht gerade wohl zu fühlen. Tristan. Herzlichen Glückwunsch, Elisabeth. Vielen Dank. Papa, danke. Herzlichen Glückwunsch. Einen Moment. Der Champagner ist zwar noch nicht da, aber ich muss einen Toast auf meinen Sohn Tristan aussprechen. Er hat mich vor dem Flammentod gerettet. Ohne ihn hätte diese Hochzeit nie stattgefunden. Sebastian. Bis eben war er noch hier. Komm, lass uns mit Papa anstoßen. Sonst wird das nimmer was. Ecki. Max. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich sehr, dass Sie Rebecca zu unserer Trauung begleitet haben. Auf euch. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Willst du was essen? Ja, klar. Okay. Bis gleich. Bis gleich. Die junge Gräfin muss ja von den Männern ganz schön enttäuscht sein, dass sie sich jetzt schon mit Frauen tröstet.
Haben Sie keine eigenen Probleme? Hallo, ihr zwei. Auch Kanapéchen? Ist gut. Nee, danke, ich habe keinen Hunger mehr. Was ist denn los? Ach, nichts. Wollen wir rüber? Mhm. Die hätte sich ihren dummen Kommentar echt sparen können. Vielleicht war es doch keine gute Idee, herzukommen. Ach, Quatsch. Ich hole uns mal was zu trinken. Nein, Carla. Na, es war wirklich nur das eine Zimmer im Ostflügel. Ja, sonst hätten wir die Hochzeit doch nicht so schnell nachgeholt. Ja, vielen Dank. Auch von Elisabeth. Ja, richtig aus. Wiederhören. Ja. Alles in Ordnung? Diese dumme Gräfin Freisinn hat gerade voll über Miriam und mich abgelästert. Wie bitte? Sie meinte, ich würde keinen Mann abkriegen und mich deswegen auf Miriam stürzen. Die Gräfin ist nicht gerade für ihre Feinfühligkeit bekannt. Findest du das lustig? Ach, du hast ja recht, aber vielleicht solltest du dich fragen, warum dir diese Kommentare so zusetzen. Du pfeifst doch sonst auf die Meinung anderer Leute. Was willst du mir damit sagen? Bist du dir bei Miriam hundertprozentig sicher? Vielleicht lässt du dir ein bisschen Zeit, um herauszufinden, was du wirklich willst. Toll, jetzt fängst du auch noch damit an. Mach doch mit der Griffin einen Club auf. Becky! Mir tut Miriam gut. Ist das so schwer zu verstehen? Becky! So weiter tanzen. Wenn der Fotograf nicht wäre, dann ist es noch romantischer. Wenn du so wunderschön bist. Die beiden sind auch ein schönes Paar. Ich stehe schon wieder. Du regst dich doch nicht immer noch mit dieser Gräfin auf. Darf ich bitten? Ich dachte schon, du fragst gar nicht mehr. Komm, wir tanzen. Der Fotograf? Ist doch egal. Soll euch jeder sehen, was für ein tolles Paar wir sind.